Guten Tag, meine Damen und Herren. Mein Name ist Marco Fatke. Ich bin der Entwickler und Gründer des Greenfeed Einlegeshops und den Greenfeed Suhlen. Wir haben im Einlegeshop aber seit 2008 auch verschiedenste andere Einlegesohlen im Sortiment. Und heute möchte ich diese Produktrezension, die ich für Sie erstelle, damit Sie einfach sich leichter tun bei der Auswahl, den Sunbait Shoe Einlegesohlen widmen. Und wir werden heute mit der Sunbait 6 anfangen. Wir werden, wie altbekannt bei unseren anderen Produktvideos, diese Produkte bewerten. Und zwar nach den 5 Kriterien Komfortfeeling, Qualität, Haltbarkeit, orthopädische Unterstützung, dem daraus sich entwickelnden Nutzen. Und natürlich ist auch bei uns oder wird auch bei uns die Stimme des Kunden erhört. Und wie gesagt, ein, zwei Worte zur Firma Sunbait. Das Schöne an der Firma Sunbait ist, dass es ein deutsches Unternehmen ist, das hier in Deutschland Schuheinlegesohlen produziert, was wir grundsätzlich sehr gut finden. Sunbait ist in der Lage, als recht großes Unternehmen wirklich neben den orthopädischen Bauteilen für orthopädische Schuhmacher, wie ich es einer bin, auch die Marke Sunbait auf den Markt zu bringen. Das ist schon seit sehr vielen Jahren sehr erfolgreich. Es gibt eine regelrechte Fangemeinde für diese Einlegesohlen mittlerweile. Und das Unternehmen Sunbait hat sich in erster Linie, auf das Schuhinnenklima und die leichte Unterstützung, also im Grunde im Ganzen für den Schuhkomfort. Das ist das, was Sie als USPs herausstellen. Im Grunde kann ich aber kurz vorlesen. Viele Alltagsleiden, zum Beispiel Müdigkeit, haben ihre Ursache in unhygienischem Schuhwerk. Unangenehmer Schweißgeruch, der durch bakterielle Zersetzung und die Ausscheidungen von Fußschweiß entsteht, bleibt im Schuh zurück und belastet täglich aufs Neue unser Wohlbefinden. Sunbait Schuheinlagen bringen Abhilfe, denn nahezu alle Sunbait Erzeugnisse sind in der Waschmaschine waschbar, je nach Artikel bei 30 oder 60 Grad im Schuhwaschgang. Sie sind dadurch immer hygienisch, frisch und fußgesund. Als zweite wichtige Funktion haben alle Sunbait Erzeugnisse ein anatomisch geformtes Fußbett. Ein starkes Fußbett unterstützt die seitliche Führung des Fußes, die Längsquerüberstützung sorgt für ermüdungsfreies Gehen und die Glottenausformung stützt den Mittelfuß. Sunbait Schuheinlagen made in Germany weiß, besser läuft. Was der Frosch ist dazu suche, das wissen wir tatsächlich immer noch nicht genau. Auf jeden Fall möchte ich heute, wie gesagt, die Sunbait 6 etwas genauer vorstellen und bewerten. Die Sunbait 6 ist eine Schaumstoffeinlegesohle, die eben einen etwas glatten Boden hat. Das ist aber nicht wirklich schlimm. Sie läuft nach vorne sehr schön aus, dünn aus. Das heißt, wir haben hier vielleicht bloß noch 3 mm maximal übrig. Sie wird hier etwas dicker, das heißt, dass wir hier etwas Polsterung im Vorfußbereich haben. Hier ist eben diese gerade angesprochene Pilottenausformung. Ich hoffe, man kann es gut sehen. Gleichzeitig natürlich eine sehr schöne Fersenschale. Das heißt, der Fuß, wenn er auf diese Einlegesohle einrollt, wird schön über dem Fersenpolster zentriert. Dadurch, dass es ja komplett Schaum besteht, haben wir auch hier ein schönes Polster. Der Gewölbebogen ist eben vorhanden und unterstützt hier in diesem Bereich eben den Fuß, damit dieser im Senkfuß nicht zu stark nach unten kippt. Somit wird der gerade Schritt ausgerichtet. Das heißt, wenn Sie diese Schuhe, die Einlagen in Ihre Schuhe nehmen, haben Sie da automatisch eine gute Polsterung. Sie haben eine gute Unterstützung, sehr schön Halt, eine Pilotte, die eben den Spreizfuß und Mittelfuß gut abstützt und damit Probleme der 10 Grundgelenke vermeidet und natürlich schön auslaufend ist sie etwas dünner als andere Einlegesohlen. Damit haben Sie wirklich diese Möglichkeit, die Sohlen in sehr viele Schuhe reinzubekommen und damit hervorragende Unterstützung und ein schönes Feedback in Ihren Schuhen zu bekommen. Kommen wir zur Bewertung. Unser erster ist natürlich Komfort und Feeling und da muss ich sagen, können wir der Sunbait 6 wirklich 5 von 5 Punkten geben. Es ist tatsächlich so, dass diese Sohle
durchdacht ist. Ja, wir haben hier wirklich rundum insgesamt ein durchdachtes Konzept zu dieser Sohle. Der große Vorteil ist ja, wie gesagt, dass die Summit 6 eben sogar waschbar ist, sogar bei 30 Grad. Und eben baut diese Sohle auf 6 Zonen auf. Das heißt, wir hätten einmal hinten das Fersenpolster, dann die Fersenschale, die Längsgewölbeunterstützung, hier auf der Außenseite die Tieferlegung der Sehnenansätze an der Basis 5, die Pilotte natürlich hier und natürlich Vorfußpolster. Diese 6 Zonen bilden das Konstrukt dieser einige Sohle, ganze auf einem Schaum aufgebaut, der waschbar ist. Das macht sie einfach zu einer simplen Sohle, mit der sie Arbeitsschuhe, Sneaker, Lederschuhe, geschlossene Schuhe wirklich rundum gut versorgen können und dadurch einfach gut ausgerichtete, mehr oder weniger gut gepolsterte Füße haben. Komfortfeeling ist tatsächlich sehr gut. Der Fuß fühlt sich sehr schön gebettet an. Dadurch fühlt er sich geborgen. Er muss nicht so viel Kraft aufwenden, was Ihnen dabei hilft, wirklich entspannter zu gehen. Daher 5 von 5. Qualitätshaltbarkeit. Ganz ehrlich, wir haben die Sohle, ich denke 2011, 2012 kam sie raus und wir haben auf jeden Fall Bewertungen seit 2012 von dieser Sohle noch nicht einmal. Und es sind wirklich viele, viele tausend Sohlen, die wir mittlerweile durch die Hände bekommen haben. Keine einzige Reklamation bei der Summit 6 bisher, was wir sehr, sehr toll finden. Das heißt auch hier 5 von 5. Die orthopädische Unterstützung würde ich 4 von 5 Punkten geben. Liegt einfach daran, dass sowohl das Längsgewölbe als auch das Quergewölbe vom orthopädischen Standpunkt nicht ausgeprägt sind, wobei die Pilotte tatsächlich sehr gut ist. Die Pilotte ist aber sehr weit hinten, also sie ist nicht sehr nah an den Mittelfußkörbchen. Dadurch passt sie viel, viel, vielen Leuten. Aber diese Leute werden nicht hundertprozentig gut unterstützt, denn wenn man bedenkt, dass sie auch recht dünn ist hier im Vorfußbereich, ist bei massiveren Spreizungsproblemen eher ein Problem. Und auch Leute, die hohe Füße haben, dergleichen oder hohe Senkfüße, die haben fast keinen Kontakt, diese werden nicht abgestützt. Das ist aber nicht Sinn und Zweck der Sohle. Daher können wir dem Nutzen schon auch 4 von 5 Punkten geben, genau wie dieser orthopädischen Unterstützung. Könnte man sogar fast 5 von 5 geben, weil der Nutzen nicht für Hohlfüße gedacht ist, sondern es geht um Normalfüße, nur Senkfüße. Und für dieses Klientel eignet sich diese Sohle super. Ja. Das heißt, wir haben 4 von 5 bei der orthopädischen Unterstützung und dem daraus resultierenden Nutzen. Aus den Erfahrungen haben wir viele Leute, die diese Sohle in Arbeitsschuhen packen, damit sie tagtäglich ihre 8 Stunden in den Schuhen unterwegs sind. Hier möchte ich aber sagen, dass diese Einlegesohle nicht primär dafür konzipiert ist. Das heißt, achten Sie bitte auf den Versicherungsschutz, der eventuell verloren geht, wenn Sie Einlegesohlen in Ihre Arbeitsschuhe tun, die nicht für Arbeitsschuhe zertifiziert sind. Klar, eignen die sich und das Schaum leitet auch keinen Strom weiter, das ist auch nicht das Problem. Aber wenn halt was passiert mit dem Schuh und Sie haben so eine Sohle drin, kann Ihnen passieren, dass Sie den Versicherungsschutz nehmen. Deswegen wählen Sie hier wirklich zertifizierte Einlegesohlen. Na, als Tipp am Rande, weil wir es dann doch immer wieder hören, dass Sie das für die Arbeitsschuhe brauchen. Das ist im Grunde sein Risiko. Wenn Sie aber die Schuhe nutzen in Sneakern, wenn Sie zum Beispiel im Tagesgeschäft viel stehen müssen oder als Lokführer den ganzen Tag laufen oder Sie als Kassiererin oder als Lagerist ist wieder schwierig, unterwegs sind, ist das eine tolle Sohle. Kommen wir zur Stimme des Kunden. Die Stimme des Kunden haben wir beim Einlangshop in den Bewertungen tatsächlich durchschnittlich 4,9 von 5 Sterne. Das Ganze aus 68 Bewertungen, die wir seit 2012, seit über 8 Jahren gesammelt haben. 4,8 Sterne sind es. Und wir haben tatsächlich keine wirklich schlechte Bewertung. Wir haben eine negative Bewertung, die 3 von 5 Sternen nur vergeben hat.
Jedoch sagt diese Person auch, können Sie gerne bei uns auf der Seite nachlesen, das eignet sich aber nur für ihn nicht. Für ihn passt es halt nicht und das ist genau das, was ich sagte. Deswegen haben wir auch diese orthopädische Unterstützung, können wir nicht vorher geben, weil es ist im Grunde für den mittleren Fußtyp mit leichten Senkfüßen oder leichten Knickfüßen gedacht, hat einer starke Senkknickfüße oder sogar Plattfüße, ist sie weniger gut geeignet, weil sie nicht ausreichend stützt. Vielleicht zum Einstieg ganz okay, aber in der Folge müsste mal mehr unterstützen. Für Hohlfüße, da ist sie halt auch denn nicht hoch genug. Daher kann auch diese Sohle nicht jedem passen. Aber durchschnittlich ist das trotzdem herausragend und wir würden tatsächlich keine Bewertungen machen, wenn wir nicht selber von diesen Produkten überzeugt sind. Und Sunbit hat hier wirklich eine ganz tolle Anliegensohle auf den Markt gebracht. Deshalb können wir wirklich durchschnittlich mit 4,5 Sternen von 5 diese Sohle vorbehaltlos empfehlen. Bei Fragen dergleichen können Sie uns gerne kontaktieren. Vielen Dank fürs Zuhören und ich hoffe, Sie kommen gut mit der Sohle zurecht. Machen Sie es gut.